Heute. Unser nichtsahnender Mitbewohner Ivan ist an jenem Morgen fröhlich wie immer aufgestanden und dachte sich nichts Böses, bis ein Streit entfacht ist. Hitzige Diskussion, harte Beleidigung, ein Trennungsstreit. Eine halbe Stunde raus, entweder du entschuldigst dich bei mir oder du ziehst zu deiner Mutter. Hä, bist du dumm? Warum entschuldigen? Zerbricht unsere Wohngemeinschaft oder ist das Ganze nur eine? It's me! Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella, hinter der Maurices Kamera. Was geht, Leute? Und ihr habt wahrscheinlich den Titel gelesen, wir dürfen gerade nicht so laut sprechen, denn unser Mitbewohner ist im anderen Zimmer und den werden wir heute pranken. Er denkt heute, es ist ein ganz normaler, schöner Sonntag. Schön Ostern feiern, schön grillen, aber heute wird ein Familienstreit entstehen, ja? Wir leben hier mit ihm in einer WG und eigentlich ist alles die letzten Tage ganz gechillt gewesen. Maurice und ich verstehen uns eigentlich ja ganz gut, aber heute werden wir uns so richtig fetzen, ja? Es werden die Fetzen fliegen, es werden Sachen aus Fenstern geworfen und wir werden uns trennen. Hast du Bock, dich zu trennen heute, Maurice? Ja, immer da. Ich hab auch gar keinen Bock mehr auf dich. Also wirklich, kannst du direkt aus dem Fenster springen. Heute ist bei uns Ostern. Wir grillen gerade. Also es ist richtig schön familiär, richtig schön. Alles entspannt. Wir zeigen euch jetzt erstmal, wie es gerade bei uns so abläuft. Stellen euch natürlich auch erstmal unseren Mitbewohner vor. Dann habt ihr so einen kleinen Eindruck von dem, wie der so drauf ist. Und oh Gott, ich bin schon ganz aufgeregt, Maurice, mein Herz. Und dann werden wir heute vielleicht noch ein Eis essen gehen oder so, ne? Sagen, dass wir den Tag vloggen und deswegen die Kamera dabei haben. Und dann werden wir irgendwann anfangen, uns so richtig zu streiten wegen irgendwas richtig Dummes, ja? Ja. Habe ich richtig Bock drauf. Ich habe heute übrigens Eier gefärbt. Die sind sowas von fancy geworden, oder? Das ist Maurice und das bin ich. Cool. Ja, Mann. Oh, nochmal Swaggy, ne? Lass uns direkt rüber. Wir tun jetzt mal so, als ob wir das hier einfach ganz normal vloggen. Heute grillen wir. Ivan, du bist heute mit in unserem Video. Das ist übrigens unser Mitbewohner. Was geht? Ich freue mich unnormal so, dass wir jetzt so zusammen in einer WG wohnen und so, ne? Aber wir drehen hier ja natürlich auch öfter Videos und deswegen ist es natürlich auch gezwungen, dass du jetzt hier irgendwann auch mal mit drin bist und so, ne? Mhm. Wie stehst du dazu? Ich mag Züge. Ich mag Züge. Er mag Züge. Wir mögen Gemüse. Ich muss ja eine Woche vegan leben, deswegen ganz viel Gemüsespieße für mich. Ja, ich muss eine Woche lang nur Wein trinken, deswegen ganz viel Wein für mich. Viel Spaß. Timothy ist auch noch am Start. Ich kriege ihm ganz viele Anfragen. Er liebt das. Jetzt aktivieren wir erstmal unsere Abwehrkräfte, ne? Und trinken Actimel. Das hat Ivan uns mitgebracht. Richtig süß von dir. Ja, ne, oder? Ja. Dann sehen wir uns gleich, wenn das Essen fertig ist. Alter, du Leute, Faker! Das habe ich nicht gegessen, ich schwöre es. Du hast, oh mein Gott, du hast doch da, man sieht richtig deine Zahnabdrücke noch an der Wurst. Du hast das gegessen, ne, Mädchen? Maurice, also du bist einfach nicht vegan. Ich hole so einen Faker. Okay, jetzt zeig mal. Wir grillen hier gerade richtig damn delicious. Das war ich nicht. Ich habe mir nicht extra den Auftrag gemacht und Gemüsespieße gemacht. Jetzt nimm doch. Ja, genau, ich halte das mal kurz für dich, Maurice. Wir sind eine tolle WG, oder? Ja. Ja. Wir sollten auch für immer eine WG bleiben, oder? Überführt. Ach, Mikro. Das war dein Teller. Ich hab noch nichts gegessen, aber lass es dir gut schmecken. Das ist dafür echt angepasst, ne? Siehst du, Ivan ist wenigstens lustig, nicht so wie du. Okay, kurze Teambesprechung. Ich habe schon mal so ein bisschen angefangen, weißt du, so dich anzumachen vor der Kamera. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir weiter? Wir brauchen einen guten Plan. Ja, wir holen uns gleich ein Eis und dann streiten wir uns so richtig. Wir hoffen, dass wir halt filmen können. Wir sagen irgendwas übers Eis. Okay, fängst du den Streit an? Ja. Okay, wir müssen irgendwie auch seine Reaktion filmen und so. Ich bin echt gespannt. Das ist bei der Eisdiele. Wir fangen so ein bisschen an und dann hier zu Hause nochmal. Ja, genau, hier zu Hause ist besser. Und dann eskaliert es komplett. Genau, und dann schmeißt du Sachen von mir raus. Nein, bist du dumm? Wir schmeißen nichts aus dem Fenster. Doch, schmeiß meine Zahnbürste raus. Nein, Kim, das machen wir nicht. Mann, was soll das? Das ist ein guter Streitanfang. Hallo. Hallo. Hier sind wir wieder. Hi, hier sind wir wieder. Wir wollen jetzt ein Eis essen gehen. Ivan hat vorgeschlagen, dass wir heute ein Eis essen gehen. Aber ich komme nicht mit. Natürlich kommst du mit. Ich gebe dir eins aus. Und dafür plündern wir jetzt extra diese Faultier-Spardose. Ich habe das Geschäft hin. Machen jetzt. Ja, du musst nicht. Du musst bestimmt einmal groß Kaka machen, aber das ist okay. Wir gehen jetzt zusammen Eis essen. Oh, Maurice, komm noch mal rein. Nein, ihr kennt das. Geht doch bitte ein Eis essen. Ich wollte dir ein Eis ausgeben. Ich will kein Eis essen. Ne? Ivan. Ja, okay, los, komm schnell jetzt. Okay, los. Ohne Eis, ohne Ivan. Wir sind vor diesem Eiskaffee und Bisto bei meiner Oma mit R. Roma. Können wir mal lachen? Können wir mal kurz über den Witz lachen? Okay, was möchtest du denn für ein Eis essen? Ich gebe dir heute eins aus. Okay, Kim und Ivan kaufen sich jetzt gerade ein Eis. Ich werde gleich irgendwie den Streit anfangen und irgendwas sagen, dass Kim zu viel Eis gegessen hat oder so, dass sie auf ihre Figur achten soll. Und dann hoffen wir mal, dass es klappt.
Dankeschön. Das ist deins, ohne Waffel, weil du musst ja Ernst, vegan. Dass du zwei Kugeln geholt hast? Was soll ich sonst holen? Hey, warum übertreibst du wieder so, Kim? Was soll ich sonst holen? Hol doch eine Kugel, ich schwöre, hä, du hast doch erst abgenommen. Hä, okay, soll ich mir jetzt ein... Ich hab doch beide zwei. Ja, Kim, du bist aber ein Mädchen, hä, warum, ich schwöre, warum musst du immer so viel essen? Hä, dann ist doch eine, Alter. Nein, ich wollte einmal mit dir ein Eis essen gehen. Ja, warum musst du aber immer so reinscheißen mit zwei Kugeln? Denkst du, das nehme ich mit rein ins Video? Ich wollte einfach entspannt ein Eis mit dir essen. Warum musst du aber übertreiben? Wir haben doch gesagt, wer ist nicht so viel, Kim. Ja, okay, aber zwei Kugeln ist ja normal. Ich hätte mir auch eigentlich drei geholt. Was, drei? Hast du mal deinen Körper gesehen? Ja, das ist nicht witzig. Hey, Kim, drei Kugeln, willst du mich an mich verarschen? Hä, wenn, Ivan, wenn du mit einem Mädchen unterwegs bist, wie viele Kugeln isst sie? Unterschiedlich. Unterschiedlich? Als ob du jemals mit einem Mädchen warst, das drei Kugeln gefetzt hat. Ja, das würde sie wirklich nicht machen beim Date, wenn du das nicht machen. Aber das ist, ihr seid ja zusammen und so, das ist doch voll normal dann. Ja, siehst du, es ist normal. Nein, es ist nicht normal, Kim. Doch, Maurice, es ist normal. Du isst wie ein fettes Schwein, ehrlich. Wenn man Bock auf drei Kugeln hat, dann ist es normal, aber... Aber welches Mädchen hat Bock auf drei Kugeln? Und warum nennst du mich fettes Schwein, Maurice? Kim, weil du einfach... Dein Körper ist nicht so toll. Ja, willst du mich gerade verarschen? Ja. Irgendwann muss man es ja mal sagen, ne? Hä, hey, was ist los? Jetzt brauchst du nicht wieder heulen, Alter. Ich bin gespannt, was passiert. So ist das, wenn man mit einem Kind unterwegs ist. Na, mal leise, Alter. Ich kann nicht ohne Stress. Du kannst nicht ohne Stress. Mhm, deswegen muss ich auch mal anfangen. Ja, Hauptsache, ich hab mein Schoko-Eis. Mann, ich bin's doch nur mit dem Ohr. Er meint es aber nicht mit dem Ohr. Was denn? Und wie finden Sie Ihre Kugel? Meine. Ey. Ziemlich lecker. Ja, beiß doch nicht immer in sein Eis rein. Kind, ich schwöre, du nervst unnormal. Guck mal, Maurice, du hast dein ganzes T-Shirt voll gekleckert. Siehst du, hab ich auch schon gesagt. Witzig, Kim, Alter. Oh, Maurice, ich schwöre, hör jetzt auf, so rumzustressen. Du bist echt ekelhaft. Du bist ekelhaft. Geh doch mal weg, Kim, hör auf mich zu filmen. Hör doch auf, mich zu filmen, Kim. Warum denn? Kim, mal weg, Kim, ich schwöre, langsam nervst du. Lalalala, ich sing den Hallo, chill doch mal. Ich schwöre, so dumm, ne? Wie kann man so dumm sein? Hier, die Dummheit in Person. Warum provozierst du? Was denn? Hä, ich darf mir nicht zwei Eiskugeln holen, aber du isst jetzt auch noch das. Gemüse. Ja und? Trotzdem isst du es doch. Hallo, Mann! Tim, nerv nicht. Okay, die beiden sind gerade auf dem Balkon. Also bisher klappt es noch nicht so gut. Wir müssen irgendwie so ein richtiges Streitthema noch finden. Und wir müssen halt versuchen, ihn zu filmen. Aber das ist halt schwierig, irgendwie drauf zu bekommen. Weil wenn wir die Kamera die ganze Zeit so halten, ist es halt voll auffällig. Wir versuchen jetzt mit Handy irgendwie noch zu filmen und gleich so einen richtigen Streit zu provozieren, dass wir uns so richtig laut anschreien und so. Ich hoffe, dass das klappen wird. Was willst du denn? Hast du Bock auf Zocken? Was schiebst du die ganze Zeit so eine unnormal Absturzlaune? Keine Ahnung, vielleicht liegt es an dir. Jetzt sei mal ehrlich, was ist denn los, Mann? Und das aber Essen? Warum musst du so viel Eis essen wie zwei erwachsene Männer? So was redest du da, Mann? Du hast sogar mehr gegessen als wir. Du hättest wahrscheinlich fünf gegessen, so wie ja, und kenn. Wenn, Maurice, hä? Warum musst du immer so übertreiben? Deine scheiß Laune nervt einfach unnormal. Ja. Du ziehst die ganze Zeit unnormal Scheiße. Ich bin auch aufgestanden, ich schwöre, dein scheiß Gesicht, da muss ich immer reingucken. Weißt du, wie Absturz das ist? Morgens ich schwöre, bist du irgendwie dumm, Alter? Ich mach jeden Morgen, versuche ich unnormal leise zu sein. Ey, du bist unnormal respektlos. Ivan nervt das auch, er sagt es mir nicht. Du bist jeden Morgen unnormal laut, du kommst jedes Mal in diese Tür rein, sagst, Ivan, hier, ich brauch dies, ich brauch das. Jeden Morgen, Alter. Ist nicht so, ne? Du bist ganz leise. Ja, Ivan möchte aber auch geweckt werden. Nein, möchte er nicht? Möchtest du geweckt werden? Nein. Siehst du? Kim, keiner mag dich hier. Weder ich noch Ivan. Du störst einfach in dieser WG. Und echt, du störst so. Witzig. Und jetzt? Ja, sei entweder leise oder keine Ahnung, zieh zu deiner Mutter oder sonst was. Ich habe gesagt, dass es ein sensibles Thema ist. Was? Das mit dem, mit der Wohnsituation. Hä, ich find's gerade unnormal unnötig, dass du mich so behindert anmachst gerade. Hä, dann fuck einfach nicht ab. Was für fuck nicht ab, Maurice? Hä, du nervst unnormal, Kim. Da musst du mir doch aber nicht sagen, dass ich abfacke. Hä, wenn's aber so ist? Wo fuck ich denn Warum ab? Schreist du? Weil du mich nicht verstehst. Ja, jetzt fängst du wieder an zu heulen. Ich schwöre, ich hab keinen Bock mehr darauf. Immer packst du ab. Immer heulen, Alter. Deswegen kann man hey, bist du mal du willst, bleib doch weg, mal. Bleib doch mal hier, Mann. Kim, ich schwöre, bist du behindert, Mann? Kim, lass mich jetzt in Ruhe, Mann. Ich schwöre, was machst du denn jetzt? Kim, ich schwöre, mach mir jetzt nicht so ein Thema vor. Hör doch, ich schwöre, schubst du mich noch einmal, so, Mann? Ja, wie dumm, ey. Schau auf deine Arschfasten zu schieben, Mann. Geht's weg? Ey, ich höre mal, was? Raus. Nein, gehst du nicht? Ich gehe jetzt raus. Nein! Ich gehe jetzt raus. Warum? Ich mache es weiter und du ziehst wirklich zu deiner Mann. Ist das dein Ernst? Kim. Hallo, Mann, warum schlägst du mich so? Kim, ich hab. Ey, nein, Kim, ich gehe jetzt raus. Ich bin jetzt eine halbe Stunde raus. Entweder du entschuldigst dich bei mir oder du ziehst zu deiner Mutter. Hä, bist du dumm? Warum entschuldigen? Soll ich echt ausziehen? Nein, Quatsch. Geprankt! Da ist die Kamera. Okay. War das nicht witzig? Nein.
wir haben die ganze Zeit das Video heute so gemacht, damit wir dich pranken können. War das jetzt wirklich ein Prank? Ja, Mann. Wir haben uns die ganze Zeit gar nicht beim Eis gestritten. Oh, Mann. Hä, Mann, ich dachte, du regst dich voll auf, dass wir uns streiten. Mann, Ivan fand das gar nicht witzig. Oh, Mann. Also ich habe einfach ganz gechillt aufgenommen. Das war gut gespielt, aber ich bin es halt einfach schon gewohnt von euch. Oha! Kann ich jetzt wieder reinkommen? Ja. Ja, wir haben die ganze Zeit versucht, das irgendwie zu streiten, ne? Ja, das habe ich aber auch schon mitbekommen. Da dachte ich mir so, was seid ihr für Lulli so? Oh Mann, ich hatte wirklich die ganze Zeit voll das bedrückende Gefühl, weil ich wirklich dachte, wir streiten uns voll. Voll Absturz. Oh Mann. Oh, Gott sei Dank ist alles gut. Was denn? Dann sagst du, alles ist gut. Jetzt haben wir dich geprankt. Folgt mir mal auf Instagram. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare Hashtag CaramellaForPrankcident. Das war's mit dem Video. Sorry an Ivan. Wir mögen uns eigentlich sehr doll. Das war's mit dem Video. Peace out rein. Tschüssi.